Das 22-jährige Opfer von der Messerattacke am Freitagabend in St. Gallen schwebt immer noch in Lebensgefahr. Trotzdem hat ein Passant wohl Schlimmeres verhindert. Der Mitya Zormann hat den 42-jährigen mutmaßlichen Täter vom Starbucks-Kaffee nämlich überwältigt, ihm das Messer aus der Hand geschlagen und ihn dann auch der Polizei übergeben. Thomas Bartlome. Per Zufall läuft der Mitya Zormann letzten Freitag am Starbucks St. Gallen vorbei. Allerdings genau zu dem Zeitpunkt, wo ein Mann mit einem Messer auf einen anderen losgeht. Für ihn ist sofort klar, er muss helfen. Tische fallen, die Leute fangen an zu schreien. Dann habe ich gehört, Messer, und dann habe ich auch gesehen, das Messer und die große Schwarze hat angefangen zu stechen. Und dann habe ich gewusst, er bringt ihn um, weil die andere war am Boden. Und habe gleich hochgerannt, habe zwischen gedacht, was mache ich. Er sieht ziemlich stark aus, ich habe gewusst, ich muss ihn gleich ausknocken. Dann habe ich ihn getreten und er war ein bisschen eingeschlafen, keine Ahnung, so schnell habe ich ein Messer weggenommen, weggeworfen und dann habe ich ihn fixiert am Boden. Angst, selber verletzt zu werden, hege er keine gehabt. Schließlich sei er trainiert, mache schon sein Leben lang Judo und sei auch an Unfallsituationen gewöhnt. Ich bin Rettungsschwimmer. Ich war bei vielen Unfällen auf der Straße. Ich habe schon viel Blut gesehen. Ich versuche immer, Leute zu helfen. Der Mitya Zormann hat den Täter so lange fixiert, bis die Polizei eingetroffen ist. Die ist von seinem beherzten Einsatz begeistert. Also kann ich nur sagen, Hut ab, was der Mann gemacht hat, was er da für Mut bewiesen hat und wie er da vorgegangen ist. Er ist auch mehrere Male an diesen Absprachen und Rapporten, die wir kennen, ist er immer das Thema gewesen und wir sind beeindruckt von seiner Leistung. Normalerweise gibt sich die Polizei bei so Aussagen zurückhaltender. In dem Fall, wo der Helfer eine Kampfsportausbildung und eine gute körperliche Verfassung hat, haben aber die Grundvoraussetzungen für so ein Eingreifen gestimmt. Trotz dem Lob von der Polizei sieht sich der Mitya Zormann nicht als Held. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich Leute helfen. Und das war okay. Aber ja, ich werde wahrscheinlich wieder machen. Zu den Hintergründen und zum Motiv des Täters weiss die Polizei noch nicht mehr. Das Opfer schwebt noch immer in Lebensgefahr und der Beschuldigte macht gemäss der Polizei einen sehr verwirrten Eindruck. Und damit sind wir am Ende der News. In 60 Minuten legen wir aber noch ein paar Kilometer zurück. Oder besser gesagt, der Viktor Rohner macht das für uns. In der Sommerserie vom Bodensee Stockenburg macht er heute Halt am Greppelersee. Dann gibt es heute auch noch ein FC St. Gallen Magazin im Vorfeld vom Heimspiel am Mittwoch gegen den FC Luzern. Zuerst schauen wir aber auf die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Die gibt es gerade nach einer kurzen Pause. Bis dann.